Ganz kurzer Vorspann. Ich habe in Part 42 die schöne Audiospur, also meine Stimme, verloren. Deshalb werde ich euch jetzt das Wichtigste reinschneiden. Nur ganz am Anfang, ganz kurz, der Durchlauf ist nur so eine Minute. Danach kommt dann eigentlich der eigentliche Part 43, der aber jetzt Part 42 ist. Ganz kompliziert, aber eigentlich ganz logisch. Also ist jetzt einfach einen kurzen Durchlauf, was ich gemacht habe. Ich habe auch einen großen Teil rausgeschnitten, weil ich da eh nur Bullshit gemacht habe. Und jetzt Film ab. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Diesmal nicht nachkommentiert. Ja, nochmal ihr vielmals zu entschuldigen, dass ich im letzten Part so verplant und irgendwie dumm war. Aber ich konnte das jetzt halt nicht machen ohne, beziehungsweise ich konnte die Part halt jetzt nicht verwerfen, es sind ein paar Sachen passiert. Konnte ich nicht mehr nachholen, beziehungsweise nachmachen. Und ich würde sagen, wir machen heute, beziehungsweise wir begeben uns heute zum Geistertempel, werden diesen aber noch nicht betreten, sondern uns nur mal auf den Weg machen, das Lieder lernen, dann zurückgehen, ein paar Sidequests machen und dann erst in den Geistertempel gehen. Aber ich würde mal sagen, wir reden erstmal mit dir. Nun, Kleiner. Wenn es sonst nichts gibt, dann bye. Jetzt erstmal hier hoch, denn da hinten, ja, genau da hinten ist die schöne, knackige Gerudo-Wüste. Wüste, so. Was willst du? Hey, Grünschnabel. Willst du dich wirklich in die Wüste begeben? Na gut, ich öffne das Tor, aber es ist nicht leicht, den Geistertempel zu erreichen. Zunächst musst du den Treibsandgraben überqueren. Dann folge auf dem richtigen Weg den Flaggen, sonst schluckt dich der Sand. Die zweite Prüfung. Folge dem Wüstengeist. Ohne das Auge der Wahrheit, aber landest du direkt wieder hier. Du willst immer noch dorthin. Ich halte dich nicht auf. Mach's gut. Ja, ich hab schon mal gemacht. Das ist nicht schwer. Das sieht so richtig dumm. Dumm Gerudos. Ich glaube, ihr habt irgendwas geraucht. Irgendwelche Probleme habt ihr. Und jetzt wieder runter. Und bekommen wir eigentlich durch die Gleitstiefel hier keinen Fallschaden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall jetzt in die Gerudo-Wüste. Erste Mal, dass wir jetzt. Oh, jetzt bin ich erst reingerutscht. Aber ich lasse die lieber mal an. Und. Ach, die Gespensterwüste. Ach so. Ist das eigentlich das Gleiche? Sollte sein. Und hier ist das erste Hindernis der Treibsandgraben, da können wir einfach drüber. Ich weiß jetzt nicht, was daran so fordernd ist und schwer sein soll, aber okay. Und wir sind ja eh gleich oben. Das ist halt nicht, überhaupt nicht schwer oder so. Wir sind ja einfach oben und ich brauche später dann noch das gute Auge der Wahrheit. Das nehmen wir uns auch gleich. Im Übrigen, ich habe die Gerudo-Arena nicht weitergemacht, weil ich da noch ein paar Items brauche, die ich erst später bekomme. Und deshalb beziehungsweise noch nicht gehabt habe. Und die werde ich ein anderes Mal weitermachen.
Aber es sind halt schon ein bisschen weiter. Und jetzt müssen wir den Flaggen folgen. Das ist auch nicht so schwer. Dürfen wir ja nicht zu weit vom Weg abkommen. Nächste Flagge ist hier. Nächste Flagge ist hier. So weit geht das nicht. Aber ist eigentlich irgendwas? Warte mal, warte mal. Kann ich jetzt eigentlich wieder Tag machen? Warte mal, wann? Was ist? Erstmal Safe Staten. Was, wenn ich jetzt Tag mache? Wird es gleich wieder Tag? Oder nicht? Oder komme ich hier ganz am Anfang rein? Ich glaube, ich komme ganz am Anfang rein. Genau. Aber es ist es mir wert, denn wir wollen das natürlich in allen verschiedenen Farben sehen und nicht nur in der Finsternis. Das ist es mir jetzt wert, da nochmal hochzulaufen, und ich habe ja fast keine Herzen. Oh Gott. Ja, dann würde ich den Geistertempel sowieso noch nicht betreten. Hätten wir jetzt sowieso nicht gemacht, aber was ist das hier? Oh, ihr ratlosen Abenteurer, die ihr durch die Wüste wandert, besucht mich. Fliegender Händler. Na dann. Schauen wir mal zu dir, wer auch immer du bist. Oh Gott, wollte ich nicht. Was? Okay, das spielen wir aber jetzt vor. Da habe ich keine Lust. Geh einfach hoch. Zazazam. Denn das ist wirklich unnötig. Das will doch keiner hier. Und weiter geht's hier vorne. Jetzt spielen wir nicht auf höherer Geschwindigkeit, denn da waren wir noch nicht. Und das will ich auch nicht. Hier geht's. Ach so, jetzt sind wir, glaube ich, hier. Da ist nichts. Im Übrigen, wir können hier auf jeden Fall runter. Und what the fuck, Skilla. Und hier ist eine Skulptur. Und hol dir bitte die Skulptur. Danke. Jetzt haben wir eine sehr schöne Zahl. Anzahl von Skulpturas. Ich kann sich gerne mal zeigen. Ich selbst sage mal nichts dazu. Hem, 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 hem. Hust, 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 hust. Bild einblenden. Lol. XDHD bei. Darf ich das eigentlich einblenden? Ja, natürlich darf ich das einblenden. Hoffentlich. Eine Fee. Und die heilt mich nicht mal komplett, oder doch? Nö. Ich hasse dich. Und hier brauchen wir das schöne, wo ist es? Feuerinferno. Es gibt ja noch zwei andere Infernos, aber die haben wir noch nicht. Die brauchen wir aber wahrscheinlich bald. Zum Beispiel, glaube ich, in der Gerudo-Arena. Und jetzt bekommen wir hier eine Truhe, wo ein Dreck drin ist. Da ist echt ein Dreck drin. Denn da sind, es hat 50 Rubine drin. Und das ist es mir echt nicht wert. Aber hier ist es kurz finster. Wir können natürlich jetzt hier auch noch hochgehen. Aber das hilft uns nicht viel. Glaube ich. Oh, wir haben das in. Wir haben das Auge der Wahrheit jetzt gar nicht ausgerüstet. Steht hier irgendwas? Jen mit dem Auge der Wahrheit wird ein hilfsbereites Phantom zum Geistertempel führen. Na dann. Ja, da gibt es hier sogar einen Tipp. Na dann, würde ich sagen, raus mit den Orgel Wahrheit und dir folgen ein Nachtschwärmer oder einem Geist. Also Queen of Time halt. Weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt. Und ich habe das jetzt nicht vorgelesen, tut mir leid. Wir müssen durchgehend jetzt hier das Auge der Wahrheit nutzen. Sonst haben wir verkackt. Ich glaube, wenn wir jetzt einfach irgendwo hinlaufen würden, kommen wir, glaube ich, gar nicht zum Geistertempel. Tempel. Ich hab's aber, um ehrlich zu sein, noch nicht probiert. Beziehungsweise ich will es nicht probieren. Warum sollte ich? Bitte verpisst euch einfach. Da bist du. Ich glaube, da vorne geht schon raus. Einfach weg hier. Okay. Laufe ich halt nochmal nach.
Der läuft dauernd im Kreis, das dumme Geist. Ich hasse dich. Und jetzt? Oh. Ich kann ihn auch anvisieren. Na dann. Oh, ich hasse euch Gegner. Was wollt ihr von mir? Geh mal einfach nach. Jetzt aber auf strikten Weg da raus. Bitte. Ja, ich nehme jetzt hier die paar Herzen in Kauf. Endlich. Please. Wir haben es geschafft. Und erstmal schön durch die Flagge durchfliegen. Beziehungsweise durch die Masten. Und nun sind wir aus der Gespensterwüste raus. Und sind hier. Bei einem sehr epischen Ort. Wie ich finde. Und nämlich den dem Wüstenkoloss. Schätze, glaube ich. Wenn man jetzt Deutsch redet. Was ich an meinen Videos tue. Na gut, manchmal glaubt man nicht, dass ich hier Deutsch rede, aber ich versuch's auf jeden Fall. Hä? Wie habe ich dich jetzt bitte getötet? Wie habe ich den jetzt gerade bitte getötet? Keine Ahnung. Weißt du, ich lauf einfach weg vor dir. Und ich kann euch eins versichern. Wenn ich hier jetzt Nacht mache und irgendeinen Baum anremple, da kommt irgendwo eine Skulptur runter. Da bin ich mir aber ganz sicher, glaube ich jetzt. Wollen wir mal versuchen? Lass mal versuchen. Und was ist das hier? Oder kann ich... Warte mal. Erstmal mit dem Schwert dagegen hauen. Ja, kann man sogar eine Bombe legen. Hier wird wahrscheinlich auch eine Skulptur sein. Ja, Pissköpfe, was wollt ihr von mir? Oh, was hier drin? Hier war ich noch nicht drin. Einfach rein. Hier ist sogar eine eigene Höhle. Ach, so eine Feenquelle. Oh. Nein, muss weiterhin. Wo muss ich das jetzt denn spielen? Hier. Tisch. Zeldas Wiegenlied, das ich nicht kann. Easy. Easy, ich kann Zeldas Wiegenlied nicht mehr. Das ist traurig. Natürlich kann ich es noch, ich habe mich nur verdrückt. Wir sollten nämlich jetzt eine Phoebe kommen. Hi. Wie bist du denn? Komm raus. Ja, schöne Stöhngeräusche. Ich freue mich schon auf dich. Hi. Nein, ich bin nicht nur gekommen, um deine Titten zu begrapschen. Beziehungsweise anzusehen. Sondern auch, um wieder volle Herzen zu bekommen. Hi. Hallo, mein Süßer. Ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Hä? Gib ihn mir. Gib's mir. Come on. Ach, bekommen wir jetzt das, was ich glaube? Komm, zeig schon. Gib her. Komm, komm, komm. Gib's mir. What? Nairos Umarmung. Setze diese kraftvolle magische Schutzaura mit sie ein. Hä? Okay, nee, das, nee, dann nicht. Nairos Umarmung kannst du nur für begrenzte Zeit nutzen. Wende diesen Zauber also mit Bedacht an. Dann würde ich sagen, müssen wir uns den natürlich aufheben. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Bye. Ist das jetzt? Warte mal. Das ist der dritte MP6, MP9 fehlt uns noch. Das ist irgend so ein grüner Kristall. Ne, wie kommen wir noch? Okay, dann haben wir den auch schon mal. Und die paar Feuerpfeile, Pfeile fehlen uns noch. Weiß ich auch noch, welche das sind. Und wo wir einen davon noch bekommen. Den zweiten weiß ich leider noch nicht, aber den werden wir natürlich auch irgendwann noch finden. Nämlich die Eispfeile und die Lichtpfeile sind das. Und ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass ich hier irgendwas bekomme, wenn ich gegen irgendeinen Baum remple. Ich glaube nicht hier, sondern eher hier vorne irgendwo. Was machen eigentlich die Steine hier überall? Ich würde mal sagen. Was ist das hier? Achso, das ist einfach nur ein Stein. Bei dem Käfer sind. Okay. Also einfach. Und ich gehe da lieber nicht hin, denn ich glaube, ich gehe da unter. Hä? Wieso kann ich das bitte anvisieren? Ich habe jetzt irgendwie Angst. Irgendwie habe ich Angst. Ich kann das alles nicht anvisieren. Ah, da ist aber ernsthaft eine Skulptur.
Wusste Hadi, dass da irgendwo eine ist. Ach, sterbt doch alle. Ich hasse euch. Ich hasse die Gegner. Ich wusste, aber dass die einfach so ist. Wundert mich jetzt. Oh Gott. Verpisst euch doch alle. Du bist Skulltula. Komm her. Oh Gott, okay, wir haben keine 88 Skulltulas mehr. Und deswegen haben wir kein Pech mehr. Lol. XCHD. Nein, und ich würde sagen, ich habe eigentlich am Anfang was Falsches gesagt. Wir betreten jetzt doch den Geistertempel. Aber leider nicht lange. Sondern wir wollen nur unser schönes Lied. Denn hier ist schon der schöne Geistertempel. Und hier vorne sieht man auch schon die Plattform, wo man hingeportet wird, wenn man das Lied dann spielt. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hinein und schauen uns mal an, was man hier tun muss. Oh mein Gott, der Geistertempel, die Musik ist so episch. Kann man echt immer wieder nur sagen. Ich hab extrem wenig Erinnerungen an diesen Tempel. Ganz leicht. Ist auch wieder zum Großteil wahrscheinlich blind für mich. Aber ich habe schon die Wassertempel blind überlebt. Dann werde ich das wohl auch schaffen. Und der ist nicht der Geistertempel der zweitschwerste. Und als Kind gab es die Gegner auch, aber die mussten wir sogar von hinten töten. Und jetzt können wir die einfach easy cheesy töten. Und wo wir gerade bei Kind sind. Wir kommen nur als Kind rein. Okay. Kommen wir nur als Kind rein, dann würde ich sagen, passt das schon wieder mit dem Geistertempel. Hier kommen wir auch noch nicht weiter, denn da brauchen wir ein Item. Ich weiß nicht, ob das überhaupt das Dungeon-Item ist. Aber, ja, das war's mit dem Geistertempel. Bye. Das war's schon. Und, ja, jeder, der sich jetzt gewundert hat, oh mein Gott, wo ist Sheik? Hier. Hi, Sheik. Hier bin ich. Wart. Hi. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das Masterschwert sei dir ein Ruder auf deinem Weg hin und zurück durch die Ströme der Zeit. Der Hafen der Zeitwanderer liegt in der Zitadelle der Zeit. Willst du den Wüstenkoloss betreten und in den Geistertempel eindringen, musst du wieder zurück auf den Wellen der Zeiten. Höre nun das Requiem der Geister. Es wird dich als Kind in die Wüste zurückbringen. Ja, das brauchen wir, um hier wieder herzukommen. Das kenne ich halt auch noch überhaupt nicht. A unten, A rechts, unten, A. Alter, ist das kompliziert. Überfordere mich halt instant. A unten, A rechts, unten, A. Und das ist die Eule. Die wird auch noch eine tragende Rolle spielen jetzt am Ende. Da will ich nicht spoilern. Bye? Fragezeichen? Du hast das Requiem der Geister erlernt. Na dann, Sheik. Tschüss. Sheik? Oh. Bye. Und da ist sie auch schon wieder weg. Da ist sie weg, die alte Wildstute. Und wenn wir jetzt ja aus dem Wüstenkoloss weggehen und dann das Requiem der Geister spielen, kommen wir hierher und können sofort wieder in den schönen Geistertempel. Dadurch würde ich sagen, war es das bis hierher? Denn wir müssen jetzt sowieso zurück und Kind werden und wieder herkommen. Deshalb würde ich sagen, machen wir jetzt das Tauschgeschäft fertig. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in Goronia. Führt uns das jetzt bitte hin?
frage ich mich gerade. Wir müssen hier auf jeden Fall einen Geroden finden. Und bist du das vielleicht schon? Ich habe eine Waffe fertiggestellt. Wie wär's damit? Möchtest du vielleicht diese Waffe für 200 Rubine kaufen? Nein. Na gut, komm später wieder. Ich wollte dir das hier geben. Es sieht ganz aus, als wäre Digga, was? Und was ist, wenn wir dir das jetzt auch abkaufen? Hä? Achso, ist eine Rubine. Was ist das für ein Schwert? Soll ich jetzt... Soll ich es machen? Mach's einfach mal. Das Langschwert. Schwing es mit B, benutzt du es. Du dein Schild nicht einsetzen. Eigentlich sollten wir das ja noch nicht... Wie der Fall, dass wir das schon haben? Als ob du mir das jetzt schon gibst. Also... Ich würde mal sagen, eigentlich sollten wir noch das Tauschgeschäft fertig machen, aber... Wenn wir es schon so bekommen, warum sollte ich? Okay, wusste ich jetzt zwar nicht, aber... Okay. Ja, aber dass wir es gleich bekommen... Hier drüben ist auch noch nichts. Auf jeden Fall ist das das Langschwert, beziehungsweise Bigoron-Schwert. Und das kann man leider nur mit zwei Händen nehmen. Ist auch ein Zweihänderschwert. Dadurch können wir kein Schild benutzen. Wir können nur das hier machen. Oh, ja, geil. Was können wir machen? Oh. Wir können aber so verteidigen. Auf jeden Fall, das ist das stärkste Schwert des Spiels. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Das werden wir natürlich jetzt öfters benutzen, auch bei Bosskämpfen wahrscheinlich. Und ich würde sagen, dann... Also, ihr könnt es gerne noch in die Kommentare schreiben, wer es bisher geschaut hat, ob ihr jetzt das Tauschgeschäft unbedingt sehen wollt. Ich mache es jetzt eigentlich nicht weiter, wenn ich doch das Schwert schon habe. Dann habe ich das Item ja eigentlich. Denn ich hätte jetzt noch, was hätte ich denn jetzt noch gebraucht? Ich hätte jetzt noch Augentropfen gebraucht von einem Zora. Und irgendein Zertifikat hätte ich noch gebraucht. Also ich hätte noch ein paar Sachen gebraucht. Wir waren eigentlich schon am Ende, aber dass ich das jetzt einfach so bekomme? Sag jetzt mal nichts dazu. Außer... Dann mache ich es... Nein, ich will das jetzt nicht. Dann mache ich es halt nicht. Aber dann würde ich sagen, mache ich jetzt noch ein paar Herzteile. Denn bevor wir in den Dungeon gehen, brauche ich auch noch ein paar Herzteile. Kann das jetzt bitte mal... Ach so, ich kann das ja gar nicht. Dann können wir auch das kaputte Schwert hier eigentlich zerschinden. So. Ach so, nee. Können wir ja noch nicht benutzen. Aber damit können wir das nicht zerstören. Wo kommst du jetzt her? What the fuck? Damit brauchen wir jetzt den Hammer hier. So. Den Stahlhammer. Was ist ja kaputt. Und das hilft uns nichts. Nein, ich würde sagen, ich hole jetzt noch insgesamt, auch wenn der Part dann länger wird, wie viele Herzteile? Ich glaube, 4 müssen es noch. Ja, wir haben gar keins. Ich würde sagen, ich hole jetzt noch ganze 4 Herzteile. Wenn sich das noch ausgeht, ich versuche es auf jeden Fall. Wenn nicht, dann halt nicht. Ich werde natürlich noch weiter kommentieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Herzteil. Hi, Froggies. Wie geht es euch denn so? Und wir... Nein, bleibt mal hier. Ich werde jetzt hier... Beziehungsweise gibt es 2 Herzteile. Das zweite weiß ich leider jetzt nicht. Beziehungsweise gerade nicht genau. Dafür entschuldige ich mich auch erstmal. Aber egal, wir können auf jeden Fall mal 1 holen. Wir müssen ja verschiedene Lieder spielen. Und ich spiele jetzt mal die Hymne des Sturms. Die sollten wir noch nicht gespielt haben. Unten oben, unten oben. Okay, haben wir einmal falsch gespielt. Und gefällt euch das? Das gefällt euch. Stimmt's? Wow, ein cooler Song, Freund. Singing in the Rain. Wirklich schön.
Steck dir das hier als Gage für den abgefahrenen Kick ein. Alles klar, wir sehen uns. Dankeschön. Irgendwas passiert? Nein, ihr seid sind doch immer zwei Frösche. Warte mal. Was haben wir denn noch nicht gespielt? Hymne der Zeit, Hymne der Sonne, Sallys Lied. Sonst können wir ja gar nichts mehr spielen. Kantate des Lichts. Das sind die ganzen Lieder. Im Übrigen haben wir auch jetzt alle 10 Lieder. Hymne des Sturms haben wir schon. Hymne der Zeit. Rechts A unten, rechts A unten. Ach, so ist es einfach. Ich kann die Lieder eigentlich normalerweise eher auswendig, aber das ist nicht so einfach gerade. Das gefällt euch. Und? Oh, da wird noch ein größer. Mein Freund, du spielst die Ocarina. Gut. Eine nette Melodie. Wir sollten sie alle üben. Nimm dies hier als Lohn. Wenn dir mal wieder eine feine Weise durch den Kopf schießt, komm vorbei und spiel sie vor. Ja, wir kommen. 50 Rubine. Und der letzte Frosch muss jetzt auch noch groß werden. Was auch immer der jetzt für ein Lied will. Zeldas Wiegenlied war es schon? Ich glaube, Zeldas Wiegenlied haben wir schon gespielt. Es sind aber ja die 5 Hauptlieder, müssen wir jetzt alle spielen. Ich glaube, das jetzt nicht. Nee. Ich würde sagen, ich probiere jetzt noch ein paar Lieder, denn ihr müsst euch das jetzt nicht eins tun. Und wir sehen uns, wenn ich dann herausgefunden habe, welches Lied ich noch nicht gespielt habe. Ja, Epona's Lied hat uns noch gefehlt. Mein Freund, du spielst Ocarina gut. Eine nette Melodie. Wir sollten sie alle üben. Nimm dies hier als Lohn. Wenn dir mal wieder eine feine Weise durch den Kopf schießt, komm vorbei und spiel sie vor. Ich dachte, wir bekommen jetzt ein Herzteil. Seid ihr behindert? Hey, wir sind die Riesenfrösche. Die berühmten, unerreichten 5 fabulösen Froschtüle, irgendwas, Chöre. Bring uns zum Springen, damit wir die Fliegen über uns erwischen. Okay, also los dann. Als ob ich das... Ja, genau. Wie soll ich das denn schaffen? Hä? Alter, ist das schwer. Ich spute schon mal wieder vor. Denn das ist ziemlich kacke. Oh mein Gott! Junge, das war genial! Perfekt! Wir platzen gleich! Das hier ist doch genug als Dank, oder nicht? Alter, oh ja, wir bekommen jetzt ein Herzteil. Alter, war das schwer! Glaubt mir das nicht. Puh. Aber damit haben wir es geschafft. Da, ich dachte, gibt es 2 Herzteile. Na dann gibt es halt nur 1. Und ich würde sagen, wir sehen uns auch gleich beim nächsten Herzteil, dass ich nämlich auch erst nachschauen muss, was ist. Und ich würde sagen, bis gleich. So, und das nächste Herzteil ist hier bei einem kleinen Minispiel. Und Alter, das hat den Tanga an. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mit der hier reden. Auf Epona.
Hey Junge, du hast da aber ein tolles Pferd. Keine Ahnung, wo du das geklaut hast, aber wäre es mit einer Runde Bogenschießen zu Pferde? So wie dein Pferd galoppiert, schieße mit deinen Pfeilen auf die Zielscheiben. Wir werden ja sehen, wie oft du triffst. Du bekommst 20 Pfeile. Wenn du 1000 Punkte erreichst, erhältst du einen genialen Preis. Willst du es versuchen? Es kostet nur 20 Rubine. Ja, machen wir. Und ich werde mir gleich am Anfang jetzt ein Safe State setzen. Wow. Und das ist extrem schwer. Ich habe schon versucht. Was heißt extrem schwer? Es geht. Aber dass man das trifft, ist behindert. Ist wirklich schwer. Sie beim ersten Mal schon nichts getroffen. Aber wir machen noch eine zweite Runde. Und da zählt jetzt alles. Du musst jetzt extrem viel treffen. Beim zweiten Mal trifft man auch mehr. Kann ich auch euch auch versprechen. Komm, triff doch. Das gibt's doch nicht. Alter. Sieh. Hey, soll sich das denn bitte ausgehen? Schon vorbei? Na dann. Aufs Neue. Im Übrigen, wenn man das da umtrifft, bekommt man auch ein paar Punkte. What the fuck, bekommt man da verdammt viele Punkte? Na dann. Ist es ja easy. Okay, na dann. Wenn man da schon so viele Punkte bekommt und ich das jetzt auch noch ein paar Mal treffe, was ich natürlich tue. Nochmal, 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 nochmal. Komm, triff, please. Triff. Es gibt's nicht. Nein. Okay, ich schneide euch den finalen Versuch rein. Das war jetzt nämlich extrem knapp. Es ist unfair. Easy. 1120 Punkte erreicht. Ich würde mal sagen, das ist ziemlich easy. Na, wir haben es geschafft. Großartig, du bist ja ein absoluter König im Bogenschießen. Hier, nimm dies, du kannst es bestimmt gut gebrauchen. Danke. Ein Herzteil, oh mein Gott. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim nächsten Herzteil, das gar nicht so weit weg ist, aber jetzt will ich den Weg jetzt hier nicht antun. Bis gleich. So, jetzt nicht zum nächsten Herzteil, sondern zu einer Skulptula, die, wie ich mir schon dachte, hier ist. Ich weiß nicht, warum die letztes Mal nicht da war. Wahrscheinlich kommt die nur als Kind hierher. Beziehungsweise ist die nur als Kind hier. Und hiermit haben wir 90 Skulpturas. Geil. Und jetzt fehlen uns noch 10 und die werden wir dann wahrscheinlich nach dem Geistertempel holen. Aber wenn ihr jetzt genau... Warte, hier ist sogar ein Huhn. Hey, hi, dich brauchen wir. Wir müssen uns nämlich jetzt das schöne Huhn nehmen. Und einen auf... Easy, peasy jumper. Und dann können wir hier runter. Da unten sind verschiedene Dinge, die wir noch erledigen können. Erledigen können. Im Übrigen 2 oder 1 Herzteil. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viele es sind. Aber auch andere Dinge. Wie, glaube ich, eine Skulptur ist ja auch unten. Lass dich einfach fallen. Ja. Dummes Huhn. Wir müssen erstmal hier nach vorne. Ich würde aber mal sagen, wir machen Nacht. Wir machen Nacht.
Und ich entschuldige mich übrigens erstmal wieder für den etwas längeren Part. Aber hier vorne ist eine Kuh. Hä? Was denn jetzt? Ich dachte, hier muss ich eine Wundererbse pflanzen. Muss ich eine Wundererbse pflanzen? Hi? Wundererbsen, hallo? Ach, hier! Okay. Pflanze es ein. Und dann müssen wir als Erwachsene wieder hierher. Und warte mal. Hier ist nichts. Und was kann ich bei dir tun? Warum bist du schon wieder hier? Was? Willst du mich etwa noch einmal dasselbe fragen? Naja, wenn du sowieso schon da bist, dann mach das Beste draus. Hä? Was soll ich denn machen? Tja, ich war doch noch nie hier unten. Was willst, Hurensohn? Hä? Huren. Tochter. Hurentochter. Das genau nimmt. Und wir sagen, wir beschleunigen das erstmal. Und hier vorne sollte doch auch noch eine Skulptur sein. Muss aber nicht sein. Und wenn wir jetzt hier reinspringen und der kleine Link schon stark genug ist, ja, ist er, können wir hier zu einer Leiter, die wir auch beschleunigen. Zu einem Herzteil. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt wieder als erwachsener Link hierher. Und dann holen wir noch das letzte Herzteil, wenn es hier noch eins gibt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt das gleiche ist. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder an demselben Ort. Okay. Schauen wir mal, ob es uns jetzt wirklich zum gleichen Herzteil bringt. Aber ich glaube mal nicht. Wenn doch, schlage ich... Wo bringst du mich denn hin? Ist es das gleiche? Ja, es ist das gleiche, stimmt's. Ach, ist das dein Ernst? Da ist das vollkommen unnötig, oder wie? Na dann, schaue ich, ob noch irgendwo ein Herz ist, Herzteil ist. Alter, was wollt ihr von mir? Ich dachte, ich bin jetzt voll special und hab... bye. So. Und jetzt holen wir uns das nächste Herzteil und werden wahrscheinlich von euch wieder getroffen. Ich hasse diese Gegner. Und das ist auch das letzte Herzteil für diesen Part. Noch nicht das letzte Herzteil überhaupt. Da fehlen uns nämlich noch 4 und ein Herzcontainer, der aber hier im Geistertempel ist. Hi. Und ich war natürlich schon hier, die Wunde hab's angepflanzt und wir können hier schon hoch. Wow, ich hab dich noch gekillt. Ich kann hier runter, Fragezeichen. Und hier ist jetzt ein Herzteil, oder wie? Oh Gott. Hä? Nein, hier ist keins, weil ich falsch geflogen bin. Hä? Ah, da oben ist eins. Egal, ich fliege einfach nochmal. Na dann. Okay, ich dachte, ich wäre jetzt voll der Skiller und hab schon. Immer auf die kleinen Dicken. Was? Hi, kleiner dicker Zuschauer. Ich habe nichts gegen dich. Und du auch hoffentlich nichts gegen mich, wenn ich das jetzt zu dir gesagt habe. Wo muss ich runter? Hä? Wut? Ja, als ob ich da runter muss. Da war das Herzteil, habt ihr's gesehen? Vorspulen. Hype. Warte. Als ob da auch noch eine Skulptur war. Och, come on. Ich schneide den finalen Versuch rein, wenn ich die Skulptur und den Rest alles andere habe. Boah, ey. Okay, hier schon mal die Skulptur. Und ab jetzt fehlen uns nur noch 9 Skulpturas. Oh, la. Was war das jetzt eigentlich für ein Sound? Okay. Auf jeden Fall fehlen uns nur noch 9 Skulpturas und das ist sehr schön und ich freue mich schon. Puh. Jetzt aber. Ein Herzteil. Jetzt hast du einen weiteren Herzcontainer. Deine Energieleiste erweitert sich.
Und damit habt ihr 18 Herzen. So. Hat mich fast schon wieder verredet. Im Übrigen fehlen uns jetzt noch 4 Herzteile. Die werden wir nach dem Geistertempel holen. Und ich würde sagen, im nächsten Part sehen wir uns in der Vergangenheit als Kind wieder an genau dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.